Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Ich habe ja auch schon eine Weile nicht mehr Video in dem Bereich hochgeladen. Will ich natürlich jetzt auch noch machen. Ach, wir können hier noch eine Goldtruhe zumindest anfangen zu öffnen. Und wir hauen natürlich gleich nochmal gratis Truhen raus. Mal gucken, was es so wird. Ein Riese, den ich gar nicht mehr verwende. Okay. Hätte ich auch gedacht, dass ich den noch länger verwende. Jetzt bin ich halt echt so... Ich zeige euch gleich nochmal mein Deck. Weil, klar, das will man ja immer sehen. Oh, wie sieht's aus mit dem Deck? Und wie gesagt, ich bin halt eben immer noch dieser totale... Wie soll ich sagen? Totale Noob? Nee, aber ja. Aber der totale Nicht-Gemmer. Also wirklich komplett alle, was heißt alles ist freier Spiel. Ich meine, ist ja jetzt noch nicht so viel. Ich bin immer noch Level 6. Bald wird es dann irgendwann vielleicht Level 7 werden. Und genau, wir gucken mal auf mein Deck. So sieht es momentan aus. Kombination kann ich euch kurz verraten. Ich probiere besonders am Anfang halt immer entweder Hexe oder Musketieren am Anfang zu setzen. Am rechten Tower mache ich das dahinter halt, nicht mehr davor oder sowas. Und ich habe auch aufgehört mit diesem ständigen, sage ich jetzt mal, in einen Kampf irgendwelche Truppen noch reindroppen zu wollen, weil ich das auch dann mitbekommen habe, oh ja, die sind ja dann erst nach einer halben Sekunde oder nach einer Sekunde wirklich aktiv, dass die sich auch wirklich wehren können. Und deswegen, klar, hat sich das schon vom Spielen her geändert. Klar, 1300, ich kriege immer noch die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten. Ja, hier, jetzt hatte ich das erst vor kurzem. Ich bin Level 1 und bin höher als du von Pokalen. Und? Also, ja. Wie gesagt, wenn du der Meinung bist, dass ich das nicht gut kann oder dass ich da ein Lappen bin oder wie auch immer, ist das vollkommen in Ordnung. Das ist jedem seine Sache. Dann guck das Video einfach nicht, reg dich nicht drüber auf. Alles easy. Gar kein Thema. Für die, die sagen, ey komm, das vom Guzo geben wir uns, für die ist so ein Video gedacht. So sieht es nämlich aus. So, hier haben wir jetzt nämlich diese typische Combo, die dann meistens auch so kommt. Hier würde ich dann wirklich dann sagen, gut, okay, komm, hier Musketieren in der Rolle. Habe ich gar keine Angst mehr vor hier. Und jetzt könnte ich ihm eventuell mal richtig einen reinballern, weil er könnte die Pfeile schon haben. Deswegen möchte ich die ein bisschen versetzt setzen hier. Sonst kriegt man da schnell, relativ schnell übelst einen auf den Arsch. Und jetzt muss natürlich auch hier skeletttechnisch was passieren. Habe ich ein bisschen zu lange gewartet, gebe ich ganz ehrlich zu. Das war definitiv zu lange. So, halbwegs ein paar Skelette noch weggeschickt. Genau, läuft auf jeden Fall. So, Musketieren packen wir hier hin. Ich will wieder ranzoomen. Ich will einfach wieder ranzoomen, aber es geht garantiert allen anderen Spielern auch so. So. Ja, der Hock ist natürlich schade, weil da hätte ich natürlich gerne mir noch die anderen Skelette aufgehoben. Und das ist mein Turm. Der ist weg. Der ist einfach mal weg gewesen. Ganz klare Nummer. Wenn er jetzt gerade hier die Luckys hinhaut, würde ich gerne natürlich mit der Hexe mich dann noch so ein bisschen reinmogeln. Hier weiß ich, dass ich sonst keine Chance gegen die Luckys habe. Gegen eine richtig ordentliche Front voll von Luckys sehe ich alt aus. Ich habe noch mein Koboldfass und er hat das auch noch nicht gesehen, dass ich das habe. Das heißt also, ich habe es noch nicht gespielt. So, jetzt kann ich natürlich kontern und sagen, gut, okay, komm, passt mal easy. Ich nehme hier mal meine Skelette, weil ich halt denke, dass er noch richtig, richtig gute Truppen zur Abwehr hat. Also, scheiße, das ist schade. Gerade den hätte ich da eher nicht haben wollen. Gut. Dann hätte ich natürlich gerne mir die Skelette gelassen für den Prinz, weil das geht so mega geil. Komm hier. Jetzt ist er gerade ein bisschen abgelenkt. Gucken wir mal, was wir hier so kriegen können. Und dann machen die Kobolde hier auch richtig gut Damage auf jeden Fall. Also das ist dann schon echt nicht so lustig für den Gegner. Das kriegen wir hier ganz easy abgewehrt hier. Das ist ganz Pillepalle. Gucken wir mal, dass wir von oben noch mal ein bisschen... Da kriegen wir den Drache auch ein bisschen zumindest abgewehrt. Passt. Ja, mit den Luckys. Okay, jetzt muss ich gucken, dass der Schweinereiter
Aber ich sehe auch gerade, ich muss ja selber noch einen Turm killen. Hat er total fail gesetzt, dass er jetzt, wo er sieht, dass ich die Skelette am Start habe, wie kann man dann den Prinzen setzen? Das geht gar nicht, das ist totales No-Go. Und jetzt lasse ich ihm hier auch keine Ruhe natürlich. Gucken wir mal, ob er noch irgendwo was setzt zum Verteidigen. Ja gut, ganz ehrlich, dann machen wir es knapp. Und dann sagen wir halt hier... So, und damit hat er natürlich jetzt nicht gerechnet, weil er halt dachte, gut, okay, wird schon passen. Er wird garantiert gleich wieder sein Riesenskelett verwenden. Aber er muss darauf achten, wenn er jetzt da einfach das Riesenskelett droppt, so ganz easy peasy kriegt er den Kampf halt auch nicht gewonnen. Das ist halt einfach mal so. So, hier setzen wir jetzt mal die Luckys und die feilen wir einfach mal weg. Die anderen. Und hier nebenbei kann der Gegner hier... Naja. So. Ja, Prinz. Das wird nix, Junge. Ah, scheiße, dass der Drache da ist. Eieieiei. Das ist nicht so lustig. So, gucken wir mal, was wir hier jetzt machen können. Na, das Skelett sollte da nicht so viel machen. 300... Ich meine, ich habe mich immerhin auf dem Unentschieden gerettet, aber ich hätte schon gern noch gewonnen, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, ihr habt es ja am Anfang halt gesehen, so, das war ein bisschen kacke, da habe ich nicht aufgepasst. Aber da sieht man halt wirklich, dass es mittlerweile geht. Bin kein... Nee. Ach, egal, was heißt nee, scheiß drauf. Aber da weiß man... gleich. Aber geht euch das auch so, dass ihr teilweise, sage ich jetzt mal, wenn ihr, ich sage jetzt mal wie bei mir, ich bin halt Level 6 und habe zum Beispiel einen Level 5 Spieler und der spielt mich gegen die Wand. Dann habe ich aber wiederum auch einen Level 7 Spieler, den ich ohne Probleme die Hose ausziehe. Wo ich dann auch sage, was soll denn der Mist? Das ist schon ein bisschen sehr krass. So, hier jetzt sagen wir einfach mal genau, er hat seine, ja, taktische Waffe ausgepackt hier. Sehr geiles Ding. Das ist das, was wir sehen wollen. Abwehren und komplett abwehren. Da lasse ich auch... Ah, da... nicht so gut. Nicht so gut. Das heißt also, merken, er hat Frost mit dabei. Also wäre es halt uncool, wenn wir den so dicht rankommen lassen. Beziehungsweise ich muss halt wirklich dran denken, ey, okay, der Junge hat einen Frost. In Verbindung mit dem Hock ist das natürlich echt eine... ziemlich krasse Nummer. Auf jeden Fall. Jetzt stehe ich wieder da und hätte nichts, wenn er... Ah, easy, gut. Das ist natürlich eigentlich somit das Beste, was dir passieren kann, meiner Meinung nach, weil man kann halt sich richtig schön drauf konzentrieren. Ja, hier, jetzt kommt der gleich. Dann geht's langsam los. Also die Truppe finde ich jetzt nicht so wirklich hart. Wollen wir mal seinen Bombentower wegballern? Machen wir mal, wa? Machen wir mal. Oh, Moritz ruft an, kleinen Moment. Effects. Wow, hey Martin. Stopp. Ich bin gerade in der Aufnahme. Also, sorry. Nee, alles cool. Nee. Ich kann eine Bildschirmübertragung anmachen, wenn ihr möchtet. Okay, tu das. Warte, kleinen Moment. Er wird gleich freezen, die dumme Sau. So, und zwar Bildschirmübertragung anmachen. Bildschirmübertragung. Diese. Und dann sieht das nämlich die Siax und Pookie auch. Und die sind ja eh so ein bisschen Pros im Gegensatz zu mir. Und von daher haben wir jetzt gleich Hilfe noch dabei. Bisschen mehr Erfahrung. Ja, genau. So. Wie war dein Urlaub, die Siax? Oh, wunderbar. War wirklich wunderbar. Hat echt gut getan, mal so eine Woche YouTube-Pause auch mal zu machen. Ja. Und einfach mal entspannen und nicht... Einfach mal Gönner-Modus einschalten. Ich habe ja die Fotos gesehen. Ich dachte, alter Verwalter... Es war schon ziemlich pretty nice, ja. Ja, war schon ganz nice. So, was will der mit seinem Schweinerei? Ah, der will wieder hier. Jetzt kommt gleich wieder sein Frostgar. Oh, er ist so ein Hurensohn. Ja, ist so klar. Ey, solche kleinen... Pookie. Ey, du musst wissen... Was du machst. Ansonsten gibt's richtig Ärger. So, du hast gewonnen, Pookie. Kurz da. Ich hab grad gewonnen. Du hast gewonnen. Wir gambeln gerade nebenbei, CSGO musst du wissen. Achso, okay. Pookie hat gerade so mit irgendwie so $1, $45 gewonnen, mal wieder so. Du weißt läuft ja, wie es läuft halt. Hier irgendwie ein Knife gezogen oder sowas, wa? Nee, ja, wir gambeln gerade auf so einer Seite, keine Ahnung, ist ganz lustig. Aha, so viel dazu. Dann... Pookie,
Ja? Ich will noch eine Runde spielen hier. Ich will noch eine Runde spielen. Ich schick dir dann noch ein paar Skins zurück, Moritz. Aber wenn ihr noch am Zocken seid, dann könnt ihr mir ja eh nicht helfen. Dann hören wir uns eh gleich wieder, würde ich sagen. Ja, wollen wir es einfach so machen? Genau, bis gleich. Ja, viel Spaß noch. Da habe ich ihn leider schon weggedrückt. Es tut mir ja fast leid. Aber nur fast. So, oh ja, das war ganz schön krass. Das war ganz schön krass. Da habe ich ganz schön Staub geschluckt, auf jeden Fall. Aber egal. Wen interessiert's? So. Ganz üble Sache. Auf jeden Fall die Walküre gegen halt... War jetzt auch nicht clever von mir, die Skelette zu setzen. Auf keinen Fall. Weil die Walküre halt echt richtig reinknallt. Da habe ich von der Kombi halt vom Gegner her... Bis jetzt so das Krasseste gesehen. So Prinz und Walküre ist schon echt übel. Weil man halt den Prinz halt immer wieder mit Skeletten abwehren würde... Und steht auf einmal eine Walküre da und gibt dir mal richtig auf den Po. Also richtig. Und da hast du natürlich null Bock drauf. Oh, jetzt kommt er hier mit seinem Feuerball. Ich behalte mir mal die Kobold, das Kobold Barrel behalte ich mir mal so im Hinterkopf. Der soll davon noch nicht so, beziehungsweise ich habe es ja schon ausgespielt. Ansonsten zeige ich immer gerne nicht gleich meine Karten, was ich halt immer habe. Das macht die Sache meistens noch mal ein bisschen interessanter. Wie er wieder seine Schweine da hat hier. Seinen kleinen Schweinesack. So, weg damit. Junge. Hopp. Geh, wo du wohnst. Ja, war auch war nicht richtig. Komm, ganz schnell verteidigen. Ja, genau. Liebe ich doch hier. Junge. Aber ich glaube, der will mich jetzt hier echt in die Weißglut oder zur Weißglut treiben. Und jetzt reicht mir das echt mal. Ich greife jetzt den an. Und jetzt probieren wir mal. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir da wirklich jetzt richtig Terror machen können. Weil ich meine, effektiv, ich muss auch Gas geben, ganz klar. Dass ich ein bisschen Health Points von meinem großen Turm sozusagen weggebe. Das war richtig geil. Und damit hat er nicht gerechnet. Auf keinen Fall. Jetzt habe ich zwar klar ein paar Health Points weniger als er, aber ich habe schon mal immerhin unentschieden momentan. Und wenn ich jetzt sehr, sehr überraschend irgendwas angreife, könnte es sein, dass er da sitzt und sagt, ich habe Angst. Ja, hier jetzt die Goblins nicht also nicht unterschätzen, klar. Ah, jetzt kommt er hier mit seinem blöden Fraggledy Bob. Prinz an. Ah, das kann man ganz gut wegclearen hier. Bam. Weg sind sie. Auch nicht clever gewesen wegen dem Drache. Ganz klar, das war Müll. Jetzt will ich ihm hinten da echt nochmal richtig eine reinballern. Also ja, ich weiß, hinten eine reinballern ist ja immer so eine Sache. Sollte man ja nicht unbedingt so sagen. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt wird es aber ziemlich knapp für mich, würde ich sagen. Eventuell. Fast. Ein bisschen. Ja, also Drache und... Aber war okay, passt. Also wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was dazugelernt, so ist es nicht. Und macht auf jeden Fall mega, mega mäßig Fun. So, ja komm hier. Auch wenn ich die selber haben möchte... Will ich die natürlich dann auch spenden. Also das ist einfach so eine Sache. Da muss halt wirklich gespendet werden, gespendet werden, gespendet werden. Das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr wieder so ein bisschen, wie es ausschaut. Ich werde gucken, wie es deckenmäßig weitergeht. Ich hatte dann kurzzeitig den Riese nochmal drin. Habe den dann aber wieder rausgetan. Auch Koboldhütte habe ich ausprobiert. War auch gar nicht so verkehrt. Aber... Hiermit laufe ich jetzt relativ gut und es kostet halt nur 3,6. Klar, man darf halt nicht sagen, oh naja, ich habe halt das günstigste Deck und deswegen ist das total geil. Man muss halt wirklich eine gute Balance dazwischen finden. Aber ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Das war's von mir. Ihr haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.